Deutschlandtempo. Wir brauchen ein neues Deutschlandtempo. Wird im Moment viel erzählt. Das erzählen wir uns auch gegenseitig, dass wir das auch wollen und können. Christian Böttger ist bei uns, der wie wenige andere Auskunft geben kann über den Zustand und das Deutschlandtempo der Deutschen Bahn. Herr Böttger, was ist eigentlich aus Ihrer Sicht bei der Deutschen Bahn in den letzten Jahrzehnten wirklich schiefgelaufen? Also ich glaube, man muss auch wieder bei der Politik anfangen. Die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen im Bundesbesitz. Und der Bund als Eigentümer hat sich sehr schlecht darum gekümmert. Er hat sich wirklich sehr lustlos darum gekümmert. Er hat das Unternehmen lange Zeit machen lassen, was es wollte. Das Unternehmen hat sich selber seine Strategie ausgedacht. Es gab nie einen politischen Beschluss dafür, dass man sagt, wir wollen ein internationaler Logistikkonzern werden, sondern die Politik hat es mehr oder weniger zähneknirschend hingenommen, dass der Vorstand es so beschlossen hat. Was heißt das, ein internationaler Logistikkonzern? Wo ist die Deutsche Bahn überall unterwegs? Die DB hat heute ja mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in Geschäften, die nichts mit Eisenbahn in Deutschland zu tun haben. So, der größte Block ist immer die internationale Logistik. Man macht also Weinlogistik in Australien, Minenlogistik in Südafrika. Weinlogistik, sagten Sie gerade? Ja, natürlich, Weinlogistik, ja, klar. Was heißt das? Schenker. Also wenn es darum geht, wie kommt wirklich der Wein von dem einzelnen Weingut, wie kommt der sozusagen irgendwo in den Hafen und wird dann also versendet, bis er nachher in Hannover dann im Regal steht. Das organisiert also ein Schenker. Und die Logistik für Minen, dass man also sagt, die Leute brauchen irgendwas an Zubehör, an Vormaterialien und das fertige Raffinat, was auch immer das dann im Einzelfall ist, das muss wegtransportiert werden. Das macht Schenker, da ist Schenker einer der Großen der Welt. Die gehören zur Deutschen Bahn. Und das ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn und sozusagen auch der Steuerzahler haftet sozusagen für die Risiken da drin. Die letzten 3 Jahre ist es sehr gut gelaufen für Schenker, aber vorher war das also immer dünne, die haben immer weniger Gewinne gemacht als die Wettbewerber. Was macht die Deutsche Bahn noch? Das ist ja hochinteressant, was Sie da erzählen. Man ist ja europaweit aktiv im Bereich Personenverkehr. Das heißt, man betreibt Busse in London, Rettungswagen, Notrufzentralen, aber auch Busverkehre, Regionalverkehre in Kroatien. Das ist also das Geschäft von Arriva. Man hat jetzt ja etwa 30 Venture-Kapitalbeteiligungen, über die die DB öffentlich so wenig wie möglich sagt. Aber man will also Drohnenflughäfen bauen und also auch so Sachen wie What Three Birds oder sowas ist eine DB-Beteiligung. Was machen die? Geht darum, dass man sozusagen die ganze Welt mit Stichwörtern irgendwo kartieren kann. Dass wir also nur 3 Worte haben und dann findet man, also wenn man sagt Lanz, Fernsehen, ZDF, würde man diese Location finden, weltweit sozusagen als System. Ich kenne die Details dazu nicht. Also großes Internet-Startup und die sind also da in vielen lustigen Unternehmen beteiligt, einige auch im Mobilitätsbereich. Stimmt es, dass die Bahn auch Fahrräder in Kopenhagen betreibt? Ich glaube ja. Ich weiß nicht alles einzeln, aber es könnte sehr gut sein. Also oft gehören zu diesen. Und ist das gut oder schlecht? Wenn die damit Geld verdienen, würde ich immer sagen, ja, mach doch. Ja, also vor 5 Jahren hat die DB, und das hat die ganze Presse auch geschrieben, hat man gesagt, Arriva sei die Ertragsperle des Konzerns. Also das sind die, die unter anderem die Notrufzentralen und die Busse und Ähnliches machen. Dann hat man zwischendurch mal über 1 Milliarde in England verloren. Also nicht mit Corona zusammenhängen, sondern vorher. Seither sagt das keiner mehr so laut. Also seither machen die stetig Verluste. Seit vielen Jahren ist Arriva ein Geschäft, mit dem man praktisch kein Geld hat. Okay, dann darf man anders fragen. Aus wie vielen Gesellschaften besteht eigentlich die Deutsche Bahn? Es sind irgendwie, glaube ich, 740 oder so. Wobei wie viel? 740. Die Zahl ist gar nicht so beeindruckend. Also wenn Sie international Logistik machen, dann müssen Sie in jedem Land eine eigene Rechtsform haben. Das muss so sein. Das ist gut und richtig so. Und in China brauchen Sie sogar in jeder Provinz eine eigene Gesellschaft. Okay. Und also alleine aus diesem Geschäft Schenker, das nun mal weltweit ist, ergeben sich, ich weiß nicht, 250 Gesellschaften. Die braucht man. Verstehe. Aber die Bahn hat auch ihr Eisenbahngeschäft in Deutschland und das halte ich für viel bedenklicher. Und jetzt reden wir mal über die Eisenbahn. Reden wir über die Eisenbahn in Deutschland. Auch dort hat man viele Tochtergesellschaften gegründet. Also das heißt, bei der DB ist es so, dass die Sicherheitskräfte, die Reinigungskräfte, die IT, die Kommunikation, die also die Zielanzeigen in den Bahnhöfen machen, die Sicherungsposten, die also bei Baustellen was machen, das ist ein eigenes
alles eigene Gesellschaften, der Busersatzverkehr, das sind alles eigene Gesellschaften, jeweils mit 3 Geschäftsführern, jeweils mit vielen freigestellten Betriebsräten. Und es wird ihm erzählt, wenn sie mit der Bahn verhandeln, dann kommen immer 9 DB-Leute von 9 verschiedenen Gesellschaften, die auch 9 rivalisierende Ziele haben und sich dann manchmal also auch mit ihnen streiten, untereinander. Also die DB hat eben auch intern ein Strukturproblem. Aber das sind gar nicht diese 740 Firmen, sondern ich glaube, wenn man nur die Eisenbahn in Deutschland sich anschaut, dann sind ein paar Dutzend Firmen. Okay, nochmal konkret. 2 Sachen. Wenn wir da hinten diese ganzen Weichen da auch sehen, ne? Ich habe eine interessante Zahl gehört. Stimmt es, dass wir die Weichen von ungefähr 130.000 auf 60.000 oder so reduziert haben? Ja, also die Zahl, ich kenne sie jetzt nicht so, aber ich halte es für absolut plausibel. Also man hat, warum? Naja, man hat in den letzten Jahren das Netz massiv zurückgebaut. Man musste natürlich Geld sparen und das hängt auch mit Signaltechnik zusammen. Mit neuer Signaltechnik ist es so, dass jeder Weichenanschluss Geld kostet. Da wurde also nochmal gefragt, brauchen wir diese Weiche noch? Ja, und natürlich ist es so, dass sich der Güterverkehr auch in der Struktur verändert. Und man hat also viele Weichen rausgenommen, die man nicht mehr brauchte. An manchen Stellen, nach meiner Sicht, durchaus nachvollziehbar. Aber an einigen Stellen muss man aus heutiger Sicht sagen, das war falsch. Ist das einer der Gründe, warum wir diese vielen Verspätungen sehen? Nein, das ist, glaube ich, nicht der Hauptpunkt. Also da geht es eben darum, dass man das Netz massiv verschlankt hat. Man hat ja auch jahrelang Nebenstrecken eingestellt. Man muss eben fairerweise sagen, wenn da keiner mehr fährt, es gibt Strecken, die weit von den Ortschaften entfernt liegen oder wo es einen Güterverkehrskunden gab, der vor 20 Jahren geschlossen hat, ja, dann macht es auch keinen Sinn mehr, eine Strecke dort zu haben. Das ist wahr. Und wenn jetzt, jetzt steht dieser verspätete oder dieser Zug steht jetzt im Bahnhof rum und fährt aus irgendeinem Grund nicht. Ja. Ist es dann, wenn Sie so diese Struktur beschreiben, ist es dann klar, wer dafür verantwortlich ist? Kann man das klar benennen? Sollte man eigentlich klar benennen können. Es gibt ein System, mit dem das Ganze kodiert werden soll. Da wird immer gesagt, dass da mancher geschummelt wird, weil es natürlich unterschiedliche Gründe gibt. Und wir haben auch unterschiedliche Gesellschaften, die tatsächlich Züge fahren. Und ja, mal ist es sozusagen der Betreiber, der den Lokführer nicht rechtzeitig bringt, mal ist es die Infrastruktur, die nicht funktioniert. Aber eigentlich wird es kodiert und eigentlich wird es also auch erfasst und abgerechnet. Mancher wird der Vorwurf erhoben, dass der eine oder andere beim Kodieren mogelt, aber im Prinzip wird sowas erfasst und man kann es verfolgen. Okay. Und welche Verantwortung trägt der Verkehrsminister, Herr Wissing, von dem ich manchmal denke, der arme Kerl muss jetzt alles reparieren und da kommt auch Herr Theurer gleich ins Spiel, der muss das dann umsetzen. Was da über Jahrzehnte liegen geblieben ist. Also welchen Einfluss hat der Verkehrsminister wirklich an dem Punkt? Er hat natürlich schon eine ganze Menge Einfluss. Er ist nicht alleine. Wir haben also einen Bundestag, einen Haushaltsgesetzgeber. Aber man muss schon sagen, dass die letzten Verkehrsminister, man kann sagen, fast alle seit der Bahnreform, dass die ihren Job mehr oder weniger lustlos gemacht hatten. Also es gab ja kaum jemanden, der vorher schon mal was mit Verkehrspolitik zu tun hatte. Der Herr Wissing ist eine Ausnahme, der als Landesminister immer das schon mal hatte, das Thema. Und der da dem Vernehmen nach ja auch einen guten Job gemacht hat. In Rheinland-Pfalz. Ja, das höre ich immer so. Also. Genau, das ist sicherlich so. Und, aber man hat sich eben immer nicht drum gekümmert. Und man hat ja die Mittel für den neuen Ausbau der Schiene vor etwa 20 Jahren massiv gekürzt. Das waren mal 4 Milliarden, dann ist man auf 1,5 Milliarden runtergegangen. 4 Milliarden pro Jahr? 4 Milliarden pro Jahr. Das war uns die Schiene vor wie vielen Jahren? Vor 20 Jahren. Und heute? Jetzt ist man wieder bei 2 Milliarden angekommen und der Herr Theurer kämpft dafür, dass es wieder ein bisschen mehr wird. Genau. Aber wir waren also das heißt, wenn wir hören, wir investieren jetzt deutlich mehr, dann ist es ja noch nicht mal die Hälfte dessen, was wir mal investiert haben. Ja, es gibt noch andere Töpfe, das wird dann schnell ein bisschen komplizierter. Ja. Okay. Aber für den neuen Ausbau ist es so. Für den neuen Ausbau ist es also so, dass man gesagt hat, es ist deutlich weniger. Ja. Und deswegen sind also viele Strecken, die man vor 20 Jahren hätte bauen müssen, sind die eben liegen geblieben. Okay. Das ist sozusagen für Neubaustrecken, für den Ersatz, für die Ersatzinvestitionen, also ich muss ja auch im bestehenden Netz etwas machen. Mhm. Da haben sich eben auch Rückstände angestaut. Da gibt es seit 15 Jahren einen Vertrag zwischen Bund und DB AG, dass der Bund einen Teil davon finanziert. Und jahrelang haben Ministerium und DB behauptet, das sei alles prima. Und jetzt gerade seit 3 Monaten sagt die DB ja nicht mehr, es sei alles prima, sondern dass er sagt, wir haben es auch gemerkt, dass es ganz furchtbar ist. Und da gibt es jetzt also gerade eine deutliche Änderung des Narrativs und damit muss sich dann jetzt das Ministerium eben auch herumschlagen. Oh mein Gott. So. Aber man hat es eben jahrelang liegen lassen. Okay. So, und jetzt sitzt hier der arme Herr Theurer und sagt den interessanten Satz, bei der Bahn muss alles erst noch viel schlimmer werden, bevor es besser wird. Was meinen Sie damit?
Naja, den Satz habe ich gesagt, bevor ich zum Schienenverkehrsbeauftragten das heißt, da konnten Sie noch ehrlich sein? Oder? Da hatte ich eine Vorahnung. Als junger Oberbürgermeister einer Bahnstadt kannte ich auch diese Gespräche mit großen Runden zur Revitalisierung von Bahn und Postbahn. Also kurzum, wir wussten ja, dass in der Infrastruktur da einiges im Argen liegt. Klammer auf, Sanierungsbedarf, Investitionsrückstände, Straße auch, Schiene. Aber dass es so schlimm ist, wussten Sie nicht? Ich habe eine schonungslose Bestandsaufnahme eingefordert und ich bin ja froh, dass der neue Infrastrukturvorstand Berthold Huber so eine Generalinventur gemacht hat und dass jetzt, also es ist aber auch unübersehbar, 65% Pünktlichkeit im Fernverkehr, die schlechtesten Werte seit eigentlich immer. Ich glaube, nur vor 10 Jahren war es annähernd schlecht. Also der Handlungsbedarf ist da. Meine Medorn hat sich beklagt über wie viel Prozent? Ich hoffe, dass 85 Sie, sowas? Ich hoffe, dass Sie mich jetzt nicht noch für Medorn verantwortlich nein, machen. Nein, ich frage Sie nur. Ich erinnere mich. Oder gar für Heinz Dürr, an den sich niemand erinnert, der in Großkonzern nicht erfolgreich war, nur in seiner eigenen Firma, die nach ihm benannt ist, weil er sich da nicht ins operative Geschäft eingemischt hat. Aber Spaß beiseite. Ich bin mir nicht sicher, ob er das als Spaß empfindet. Aber wir haben uns dazu entschieden, zu sagen, was ist und zu machen, was geht. Und es gibt Instandsetzungsrückstände und es gibt einen Sanierungsstau. Und den wollen wir anpacken. Das hat mein Minister auch klar erklärt. Und auch der Vorstandsvorsitzende Lutz. Aber was heißt das denn? Ja, das heißt jetzt Korridorsanierung, Generalsanierung des höchst belasteten Netzes. Also, wie viele Baustellen in den nächsten Jahren, wo Sie komplett dicht machen? Also diesen nennt man das, Reparatur unter Rädern oder so, ja? Nee, was jetzt geplant ist... Das macht man nicht mehr? Genau. Das wird man auch noch machen müssen bei den Strecken, wo es keine Umleitungsstrecken gibt. Okay. Aber diese Sanierung unter dem rollenden Rad, glaube ich, ist natürlich auch immer schwierig, weil die Sperrpausen, die dann eingerichtet werden, kurz sind. Und bis die Baustelle eingerichtet ist, dann dauert es. Und dann ist es bei Nacht und am Wochenende. Und da kriegt man immer schwieriger auch Fachkräfte, weil die jungen Leute das ja auch so nicht mehr machen wollen. Also kurzum, Generalsanierung im Korridor, Sperrung für 5 Monate. Das wird Fünf Monate? Strecken sind das? Also es sollen 45 Strecken bis 2030 saniert werden. Die erste ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim-Walldorf. Die soll im zweiten Halbjahr 2024 saniert werden. Und für 5 Monate machen Sie einfach zu. Die Bahn als zuständiges Eisenbahninfrastrukturunternehmen wird zumachen. Und da wird es entscheidend drauf ankommen, damit wir die Kundinnen und Kunden nicht verlieren, dass es einen gut funktionierenden Schienenersatzverkehr gibt und Umleitungsstrecken für den Güterverkehr. Also Ärger ist vorprogrammiert, ist klar. Und trotzdem, und das machen Sie an 45 Orten in ganz Deutschland. Trotzdem gibt es zur Sanierung dieses Netzes keine Alternative, weil heute die Zahl der Störungen in Stellwerken, am Gleisbau, an der Oberleitung, an Signalen so häufig, ungeplant, zufällig auftreten, dass immer mehr Ressourcen in Trouble-Management, Troubleshooting gesteckt werden muss. Und da ist wie im Haus, im Privatbereich, die Generalsanierung dann notwendig. Herr Böttger, wie würden Sie es machen? Also ich meine, wie kriegt man das denn so schnell in den Griff? Wir wollten doch den Deutschlandtakt, wann wollten wir den haben? 2030 mal. Jetzt verspäten wir uns um wie viele Jahrzehnte? Ja, also diese Jahrzehntezahl, die Herr Theurer neulich genannt hat, da sagt man, wir reden jetzt von 2070. Aber war die ernst gemeint? Herr Theurer, Frage. Also ich habe mir ja große Verdienste erworben, den Deutschlandtakt bekannter zu machen. Das ist richtig. Wenn das der Plan war, der ist aufgegangen. Mit diesem Interview, also kurzum, im Bedarfsplan stehen Maßnahmen und dahinter steht eine Investitionssumme. Und wenn man das zusammenrechnet und durch die Zahl teilt, die zur Verfügung steht, kann man auch auf eine Jahreszahl kommen. Also Fakt ist, also die Schweizer, die das schon mal vorgemacht haben mit dem integralen Taktfahrplan, der für den Deutschlandtakt Modell steht, die haben dafür auch Jahrzehnte gebraucht. Ja. Und wir werden auch Jahrzehnte brauchen, bis alles fertig ist. Aber die ersten Etappen kommen Gott sei Dank früher. Aber das heißt, schon in 50 Jahren werden wir so weit sein? Nein, früher. Also früher werden schon... Bis alles läuft. Naja, die Generalsanierung bis 2030 und die Etappen des Deutschlandtaktes im Halbstundentakt ab in Betriebnahme des digitalen Knotens in Stuttgart. Da ist dann schon der Halbstundentakt zwischen Köln, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Ulm
und München möglich und dann von München auch Richtung Berlin. Herr Weil, ganz kurze Frage, ist das dieses neue Deutschland-Tempo, von dem Olaf Scholz immer spricht? Na, erstmal ist es die notwendige Aufräumarbeit. Ich meine, was wäre denn die Alternative zu dem, was Herr Theurer sagt? Wir haben ein unbestreitbares Problem. Das müssen wir wegarbeiten. Das wird sich nicht durch fromme Wünsche oder durch irgendwelche Zaubersprüche beseitigen lassen. Also muss man da jetzt durch. Und man kann eine Menge Lehren daraus ziehen. Was ist also vor 20 Jahren schiefgegangen? Ja. Welche Strategien sind damals verfolgt worden, die man heute als hochschädlich bezeichnen muss. Stichwort Börsengang, der ja damals sozusagen auf einmal zum größten Ziel der Deutschen Bahn erklärt wurde. Das war einfach ein fataler Fehler. Und, aber jetzt ist es so, wie es ist. Die Ostfriesen sagen, das stehen wir nur vor, damit wir nur dör. Das stehen wir davor, da müssen wir jetzt durch. Und das geht's nicht. Oh mein Gott. Herr Böttger, stimmt es, dass wir teilweise noch Infrastruktur aus der Dampflok? Ja, das ist sicherlich richtig. Das ist auch ein gutes Zeichen. Es ist eine robuste Infrastruktur, die gut funktioniert. Und ich meine, es gibt Teile der Infrastruktur, die werden auch für 100 Jahre gebaut und die halten auch 100 Jahre. Ja. Das alleine ist eben noch kein Problem. Aber wir haben natürlich heute eine ganz andere Betriebsdichte, als man das damals hatte. Und Teil der Unpünktlichkeit des Netzes, das muss halt auch sagen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Netz immer mehr nachgefragt ist. Ja? Und also je mehr Züge Sie eben raufpacken auf ein bestehendes Netz, desto mehr bekommen Sie natürlich ein Kapazitätsproblem. Und das ist das, was man im Kern merkt. Und die abnehmende Pünktlichkeit hat eigentlich auch damit zu tun, dass die Bahn in den letzten Jahren durchaus gut gewirtschaftet hat. Insofern, dass man sagt, wir haben mehr Fahrgäste heute, wir haben mehr Güter auf der Schiene als noch vor einigen Jahren. Aber wir haben die Infrastruktur eben nicht mitgebaut. Und jetzt kommt der Punkt, wo es knirscht. Jetzt, diese seltsame Widersprüchlichkeit, die ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, wie erklären Sie sich die? Also dieses Mantra, das man gerne in Berlin hört, die Schiene müssen wir ausbauen und jetzt geht's los und so weiter. Seit 10 Jahren erzählen wir uns das. Ja. Und gleichzeitig wurden die Investitionen in die Infrastruktur immer kleiner. Ja. Und es wurde immer schlimmer und immer schlechter. Mhm. Also warum dieser gigantische Unterschied zwischen Reden und Doing? Ich glaube, Investitionen in die Schiene sind nicht besonders populär. Es bedeutet eben, dass man irgendwo bauen muss und dann hat man eben Ärger mit Anwohnern. Das ist doch keine visionäre Politik, Entschuldigung. Nein, und vielleicht, ich kann das als Außenstehender im Politikbetrieb eben auch sagen, dass man sagt, der eine oder andere Politiker drückt sich dann eben auch mal weg von Themen, die unangenehm sind. Und wenn Sie sich mal angucken, sowas wie jetzt das 49-Euro-Ticket, das kostet an die 5 Milliarden Euro pro Jahr, ja, mit einem vermutlich sehr geringen verkehrlichen Nutzen. Da hat Glauben Sie? Bund und Länder, ja, da haben Bund und Länder ganz schnell, ganz schnell 5 Milliarden eben aufgetrieben pro Jahr. Ja, klar, das ist uns die Sache wert. Und während man eben wirklich bei diesen 2 Milliarden für neuen Ausbau immer am Kämpfen ist für jeden 100 Millionen Markschein extra. Aber das ist eben eine Sache, die kurzfristig populär ist. Und da springen dann Politiker eben auch lieber drauf, als eben so diese dicken Bretter bohren. Ich glaube, das ist sicherlich ein Problem des politischen Systems. Ich will ja eigentlich kein Bashing machen, aber der Anreiz, Infrastrukturprojekte anzuschieben, die vielleicht erst fertig sind, wenn man selber nicht mehr im Amt ist, der ist natürlich erstmal auch nicht so groß. Also das Deutschland-Ticket an der Stelle so schlecht zu machen, finde ich nicht gut, weil das ist ein Quantensprung. Das ist eine Revolution und zwar vor allen Dingen, weil es das Bahnfahren und Bus- und Bahnfahren so viel einfacher macht. Keine Tarifzonen, keine Verbundgrenzen. Die Pendler, die vorher in 3 Verkehrsverbünden ein Abo zahlen mussten, die können jetzt mit einem Ticket fahren deutschlandweit. Ja, klar, dass der Bund das jetzt anschiebt mit 1,5 Milliarden zur hälftigen Finanzierung und gleichzeitig auch noch die Regionalisierungsmittel, die eh schon bei 10 Milliarden liegen, ja, etwas erhöht haben. Okay. Das klingt sehr einleuchtend, aber was Sie ganz sagen. Ganz wichtig ist, da darf kein Gegensatz sein zwischen einem Flatrate-Ticketing, wie wir es jetzt machen, hochattraktiv und der Erhöhung der Mittel für die Infrastruktur. Und das haben wir ja glücklicherweise auch im Koalitionsausschuss. Und darüber habe ich mich am meisten gefreut, auf den Weg gebracht. 45 Milliarden Euro bis 2027 sollen, ist beschlossen, in die Schiene fließen. Das ist doch ein richtiges Wort, eine Verdopplung im Grunde genommen der Mittel, die bisher zur Verfügung stehen. Mal ganz kurz für die Investitionen. Stimmt es, dass in der Schweiz pro Einwohner pro Jahr ungefähr 400 Euro umgerechnet in die Bahn fließen?
Es kann sein. Also eine interessante Zahl. Viermal so viel wie in Deutschland ungefähr. Viermal so viel. Also wir sind ungefähr bei 100 Euro. Ja, ich weiß nicht, ob die Zahlen genau stimmen, aber Faktor 4 stimmt. Ja, ja, ist eine Zahl, die die Allianz pro Schiene veröffentlicht. Ja. 400 Euro zu 124. Das ist so der Unterschied. So. Ja. Aber in Deutschland waren es ja noch vor ein paar Jahren nur 60 Euro. Ja, also ja, ich ist weiß. Jetzt schon verdoppelt. Das macht es auch nicht besser. Auch die Vorgängerregierung hat ja schon angefangen, gegenzusteuern. Aber da sind wir ja genau beim Punkt. Ich plädiere als Schienenverkehrsbeauftragter der Bundesregierung dafür, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Konsens erreichen, wie in der Schweiz. Weil dieses System Schiene erfordert langfristiges Denken und Handeln. Haben Sie doch. Oder nicht? Hat man nicht? Nein, also theoretisch ja. Also auf dieser abstrakten Ebene, wenn man sagt, irgendwie mehr Schiene, das würden alle unterstützen. Wenn man also sagt, das bedeutet aber, dass gegebenenfalls in der Nähe von Soltau eben auch neue Gleise entstehen sollen, dann bricht dieser Konsens sehr schnell zusammen. Und wir sehen also, dass eben der Widerstand gegen Infrastrukturprojekte, das betrifft ja nicht nur die Schiene, das betrifft die Straße genauso, die Stromtrassen, über die wir eben gesprochen haben, betrifft ja genauso, dass also die Bereitschaft, Infrastruktur zu akzeptieren, eben sehr gering ist. Dieses Thema Soltau ist ein sehr interessantes Thema in dem Zusammenhang, finde ich. Ne? Es geht um die Strecke Hamburg-Hannover. Ja. Chronisch überlastet, auch ein riesiger Standortnachteil, der irgendwann Hamburg daraus erwächst, weil alles, was im Hamburger Hafen ankommt, kann nicht sozusagen vernünftig wegtransportiert werden. Herr Weil kommt auch nicht pünktlich nach Hause, deswegen ist er vorsichtshalber heute mit dem Auto angereist. Verstehe das. Und Sie sagen, dieselben Politiker, die in Berlin im Bund fordern Ausbau der Schiene, kämpfen dann zu Hause dafür, dass die Schiene aber bitte nicht jetzt bei Ihnen zu Hause verlegt wird. Wie geht diese Geschichte, Herr Böttger? Gut, also es wird ja seit 30 Jahren eben gekämpft. Seit 30 Jahren steht diese Neubaustrecke Hamburg-Hannover oder eigentlich Hamburg-Bremen-Hannover. Seit 30 Jahren. Sie steht im Bundesverkehrswegeplan 1992 das erste Mal drin. So. Respekt. Und da hat man zum einen immer kein Geld gehabt, dann hat man also lustlos geplant, weil man gesagt hat, was sollen wir planen? Geld ist sowieso nicht da. Und dann gab es eben auch Streit um die Trassen und das sind in dem Fall beides SPD-Abgeordnete gewesen. Es gab also eine aus Celle, die also in der Verkehrspolitik sehr einflussreich war, die gesagt hat, wir brauchen eine neue Strecke, aber doch bitte nicht in Celle. Und jetzt haben wir einen anderen sehr einflussreichen SPD-Politiker, der sagt, wir brauchen diese Strecke, aber bitte nicht in Soltau. Also es gibt sozusagen zwei. Zwei Trassen, die sozusagen da in der politischen Debatte gerade eine Rolle spielen. Also wenn es so einfach wäre, das könnten wir leicht machen. Die wissen auch, die Geschichte ist natürlich sehr schön. Die Dinge liegen schon ein bisschen komplizierter. Aber ich erzähle gleich meine Version. Unbedingt. Aber das ist natürlich der Punkt. Also das sind jetzt nicht die einzigen. In dem Fall kann man sagen, es geht jetzt um Niedersachsen. Da geht es um zwei Soltau, Leute von der gleichen Partei. Aber der in Soltau diese Schiene verhindert, ist das ein berühmter SPD-Parteivorsitzender? Ja, okay. Um den geht es. Wolltest du noch einmal fragen? Ein Stück weit muss man natürlich sagen, natürlich hat auch jeder Abgeordnete die Pflicht, die Interessen seines Wahlkreises zu vertreten. Das muss man sehen, so funktioniert das. Das haben wir ja in Offenburg auch gesehen. So, und ich sage mal so, an anderen Stellen... Nee, da hat man sich dann entschieden im Deutschen Bundestag, statt einer oberirdischen Güterverkehrsstrecke einen Tunnel zu bauen. Das ist dann auch manchmal einfach richtig, um die Menschen zu schützen. Und das erhöht die Akzeptanz. Ja. Und das zeigt mir aber, dass es sich lohnt. Und gerade bei der Strecke Hannover-Hamburg, da sind wir ja in einer Phase, wo die DB als Vorhabenträgerin im Planungsprozess ist. Und der ist noch gar nicht abgeschlossen. Da gibt es auch noch einige Fragen, die zu lösen sind. Aber die Frage der Akzeptanz, die stellt sich nicht nur bei Hamburg-Hannover, sondern bei jeder Strecke. Aber denn am Sonntag sagen die Menschen Güter auf die Bahn. Montag bis Samstag sind sie gegen die neue Güterverkehrsstrecke. Ja. Und ich hätte jetzt folgende Frage auch, Herr Weil, an Sie. Herr Theurer sagte gerade so nebenbei den schönen Satz, da sind noch einige Fragen zu lösen. Seit 30 Jahren versuchen wir, diese Fragen zu lösen? Ja, das kommt sehr darauf an. Also, die Geschichte geht tatsächlich vor 35 Jahren los. Noch schlimmer. Seit 35 Jahren wird darüber diskutiert, wird geplant, wird Geld ausgegeben und es ist buchstäblich nichts passiert. So. Das war am Anfang eine andere Trasse, die sogenannte Y-Trasse. So. Nach 35 Jahren, mit Hamburg und Bremen und Hannover, irgendwie so Y. So. Nach 35 Jahren wirft die Deutsche Bahn, was ich absolut richtig fand, das Handtuch und sagt, Leute, lasst uns aufhören an dieser Stelle, wir brauchen was Neues, weil
auf die Art und Weise wird es eben nichts. Da geben wir nur Geld raus. Die ganzen Kostenkalkulationen stimmen alle sowieso nicht mehr. So, was machen wir jetzt? Daraufhin haben wir in Niedersachsen damals als Landespolitik, unser Verkehrsminister Olaf Lies, der es jetzt auch wieder ist, in einem mühsamen Prozess gesagt, na ja gut, wenn jetzt die Bahn sagt, das wird jetzt nichts, dann müssen wir irgendeine Alternative haben. Es kann ja nicht alles so bleiben, wie es jetzt ist. Mhm. Und haben wirklich in mühsamster Kleinarbeit gesagt, können wir nicht die bestehenden Strecken so aufwerten, dass wir wesentlich mehr Verkehr transportieren können. Das ist wahrscheinlich nicht die Top-Top-Lösung, aber es ist, es ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Status quo. Das werden Sie auch zustimmen. Das ist eine Also ich habe jetzt auch im Vorfeld noch mal mit wirklichen Fachleuten auch gesprochen, die sich damit auskennen, die sagen, nein, diese Lösung ist Quatsch. Es gibt jede Menge Ärger, es gibt ja auch Städte bei Ihnen. Ärger gibt es überall, das haben Sie ja mit Recht gesagt. Aber wenn ich eine Lösung habe, das ist, wenn Sie so wollen, die Taube auf dem Dach, ist der Gedanke, ich baue jetzt endlich mal hier geradeaus durch. Und das dann haben wird Sie schon. Den Spatz in der Hand. Und in Wirklichkeit ist es kein Spatz, aber es ist nun auch nicht gerade die Taube. Es ist kein großer es Vogel. Es ist jedenfalls eine wesentliche Verbesserung. Sie und sagen, es ist keine Verbesserung. Es ist ein klein bisschen eine Verbesserung, wobei der Bürgermeister von Lüneburg wird zu diesen Veranstaltungen immer nicht mehr eingeladen, weil der eine andere Meinung hat. Das ist eine Strecke, die zum Beispiel genau durch Lüneburg geht. Aber ich bitte Sie, das stimmt doch jetzt das ist die, auch nicht. Das ist die Oberbürgermeisterin. Inzwischen eine Oberbürgermeisterin. Ja. Und zweitens hat die kräftig mitdiskutiert, als bei dem Thema, ich glaube, Sie waren mit dabei, Herr Theurer, neulich in Berlin diskutiert wurde. Also keine Sorge, die Demokratie zählt an dieser Stelle nach wie vor. So, worauf ich hinaus will, ist, Lars Klingbeil. Es hat mit Lars Klingbeil hat das erst überhaupt nichts zu tun. Kein Abgeordneter des Deutschen Bundestages hätte eine Chance, so etwas zu verhindern, wenn ansonsten die Dinge alle klar wären. Sind sie aber nicht. Und wir gehen in Wirklichkeit wieder ganz zurück auf den Nullpunkt. Wahnsinn. Und wenn man das vermeiden will, dann muss man mindestens das jetzt machen, was man machen kann. Das ist eigentlich das Allermindeste. Okay. Oder wollen wir das tatsächlich in 70 Jahren dann vielleicht irgendein Nachfolger von Herrn Theurer und von Herrn Wissing die Einweihung feiern? Verstehe. Das ist doch Wahnsinn.